In den nächsten Tagen werden Millionen Wahlzettel gedruckt. Wir sind aufgefordert, auf diesen Kreuze zu malen und jenes Blatt Papier in die Wahlurne zu stecken. Doch die Auswahl ist groß. Theoretisch erscheinen 39 Parteien auf dem Zettel. Würde jede Partei etwa gleich viele Stimmen bekommen, so würde die Bundesrepublik ohne Regierung dastehen, da alle Parteien unter der wohlgehüteten 5%-Hürde landen würde. Stattdessen ist aber die Befürchtung, dass die Blockparteien abzüglich der Nichtwähler weit über 60% bekommen werden. Was das bedeutet? Die Politik bleibt, wie sie ist. Denn vom Grunde her ist es egal, ob die neuen Orangen-Schwarzen mit den Gelben oder Roten oder Grünen regieren. Es ist auch egal, welche Farbe an erster Stelle stehen wird. Denn die Regierung und die angebliche Opposition sind sich einig. Deutschlands Bürger haben den Euro und Europa zu retten. Die Bringschuld der Deutschen bleibt auch im Land erhalten, denn der Bio-Deutsche hat sich anderen Kulturen und Religionen anzupassen. Dass wir all jenes schon bereits als Volk durchmachten, scheint vergessen. Doch welche Alternativen haben wir? Die Alternative für Deutschland ist... Tada! Ich kann es Ihnen an dieser Stelle nicht sagen. Ist es die AfD, die ihr blaues Wunder vorbereitet? Jene Partei, die kanadische Umstände will, an einem Euro festhält und lieber anderen Staaten sagen möchte, was sie zu tun haben und was nicht? Will die angebliche Professorenpartei damit wirklich Deutschland retten oder doch nur ihr eigenes finanzielles Polster? Die Frage nach der Rettung Deutschlands kann man aber nicht nur der AfD stellen. Auch Parteien wie Pro oder Reps, die Rechte und selbst die NPD oder die Partei der Vernunft sollten sich diese Frage stellen. Geht es ihnen um Deutschland oder nicht doch nur um das schnöde Geld? Jenes Geld, das man bekommt, sobald man einige Wähler erreichen konnte, um damit weitere Parteienwerbung und Pöstchen zu bezahlen? Geht es den bibeltreuen Christen um die Bibel im Parlament? Wofür steht dann die christliche Mitte ein? Warum treten zwei Rentnerparteien an? Sind diese Rentner abseits vom Leben der anderen Rentnerpartei? Wieso erscheint auf dem Wahlzettel die neue Mitte, wenn doch CDU und SPD immer wieder die neue Mitte darstellen wollen? Kurz gefragt, wer übersieht die Fakten, dass 30 sonstige Parteien es nicht schaffen werden, Einfluss auf die Politik in der BRD zu nehmen, Einfluss auf die Politik in Deutschland zu nehmen? Warum schaffen es diese Parteien nicht füreinander einzutreten, statt gegeneinander anzutreten? Das Einzige, was sie damit, vielleicht auch gewollt, schaffen, ist, dass man unter den Sonstigen bleibt und ein paar Euros aus der Staatskasse bekommt. Gnade vor Recht, heißt es hier noch. Ja, noch. Keine der Parteien tritt an und geht gegen die unsinnige 5%-Hürde vor. Jene Hürde, die die politische Willensbildung des Volkes untergräbt. Denn, stellen Sie sich vor, 10 Parlamentarier könnten dem Bundestag über die Schulter schauen und auch mal auf die Finger hauen. Doch dies ist nicht gewollt. Angeblich aus den schlechten Erfahrungen der letzten Republik, die wir Deutschen hatten. Solange aber jene Hürde unser politisches Leben bestimmt, ist jeder kleinkarierte Kampf unter den Sonstigen ein Kampf ins Irrlicht, ein Kampf ohne Sieger. Da die Sonstigen es nicht schaffen, die Nichtwähler zu überzeugen, hätten sie überlegen müssen, wie man diese Schwachstelle ausmerzen kann, um doch irgendwie Möglichkeiten zu finden, erhört zu werden. Die AfD war hier auf einem guten Weg. Sie verbaute es sich dann aber durch die sinnlosen Abgrenzungen, die wohl heute jede Partei unaufgefordert formuliert. Nein, wir machen nichts mit Rechten. Nein, wir sind nicht konservativ. Nein, wir sind und so weiter und so fort. Dabei ist rechts längst nicht rechtsextrem und konservativ, von links bis rechts eine Strömung. Ja, und alle Parteien, die antreten, wurden als demokratische Parteien eingestuft. Warum, verehrte Parteienselektierer, muss ich vor demokratischen Gedanken und demokratischen Forderungen anderer Abstand nehmen? Warum also kann man nicht über den eigenen Schatten springen? Diese Frage stellt sich Ihr Hagen Ernst.